den Mann auf! Ein Dieb! Ein Dieb! Halten Sie ihn auf! Halten Sie ihn auf, Sie Idiot! Halten Sie ihn auf! Sehen Sie. Den Mann doch! Los, hinterher! Aufhalten! Rasch hinterher! Diebstahl von 55.000 Pfund in der Bank von England. Kommen Sie herein, Förster. Sie haben mich gerufen, Sir. Es ist jetzt 10.32 Uhr, Förster. Es tut mir schrecklich leid, Sir. Ich werde sofort Ihre Kleider holen. Haben Sie die Thermometerskala heute Morgen beachtet? Das Badewasser hatte präzise 86 Grad Fahrenheit, als ich mich in die Wanne begab. Sie kennen meine Wünsche diesbezüglich? 84 Grad, Sir. Es tut mir schrecklich leid, Sir. Danke, Forster. Es ist 11.59 Uhr, Grimes. Ja, Sir. Sie können Mr. Fogg bedienen. Aber er ist nicht da, Sir. Er wird in genau einer Minute Punkt 12 hier sein. Da heute Dienstag ist, wird er Weißfisch nehmen mit einer Soße à la Reding. Ja, Sir. Und ein Rhabarber- und Stachelbeertörtchen mit einer ganz lockeren Cheshire-Käsefüllung. Ich werde mich gleich darum kümmern, Sir. Guten Tag, Mr. Fox, Sir. Der Weißfisch ist heute wieder einmal exzellent, Sir. Etwas weniger Soße, Wilson. Ja, Sir. Nun fahren Sie fort. Fahren Sie fort! Was ist denn passiert? Die Banknoten lagen gebündelt auf meinem Schreibtisch. Ich drehte ihm für einen Moment den Rücken zu. Den Rücken drehten Sie ihm zu. Verschwunden. Die Banknoten waren verschwunden. Sie haben keine Ahnung, wie er aussah? Nun, er war gekleidet wie ein Gentleman. Wie schön. MacBains. Ich möchte, dass jeder Angestellte, der sich zum Zeitpunkt des Raubes auf der Etage befand, befragt wird. Ja, Sir. Ich habe bereits Scotland Yard informiert. Scotland Yard? Oh, die Einfallspinsel. Sie erwarten doch wohl nicht, dass ich mich auf die verlasse. Nein, Sir. Wir werden eigene Leute beauftragen. Ja, Sir. Merken Sie sich meine Worte. Das ist ein ganz abscheulicher Skandal. Der Dieb muss noch im Laufe dieser Woche der Gerechtigkeit überantwortet werden. Verstanden? Oh, vollkommen, Sir. Ja, vollkommen, Sir. Eine Minute vor sechs. Mit dem Glockenschlag wird er hier sein. Ich würde zu gerne wissen, was Fogg eigentlich tut. In der Öffentlichkeit liegt sein Tätigkeitsbereich jedenfalls nicht. Ich habe den Eindruck, dass er in reichem Maße Auslandsreisen unternommen hat, denn er weiß in den verschiedensten Teilen der Welt ausgezeichnet Bescheid. Nur eines ist sicher bei Fogg. Er wird minutiös das gleiche morgen tun, was er heute getan hat. Meine Herren, ich glaube, es ist 6 Uhr.
Wollen wir beginnen? Am letzten Freitag, Sie werden sich vielleicht erinnern, haben Sie mich 7 Minuten nach 8 geweckt. Am Sonntag war der Morgentee lauwarm. Heute Morgen, wie Sie sich gewiss erinnern werden, war die Temperatur des Badewassers nicht zufriedenstellend. Deshalb bedauere ich Ihnen nach reiflicher Überlegung, die Mitteilung machen zu müssen, dass Sie ab morgen früh 9 Uhr von Ihren sämtlichen Pflichten entbunden sind. Oh, tut mir leid. Es gibt einige Dinge, Forster, die auf gar keinen Fall vergeben werden dürfen. Der Lohn für die nächsten 2 Wochen wird Ihnen selbstverständlich ausbezahlt. Sie sind wirklich großzügig, Sir. Das ist nicht der Erwähnung wert, Forster. Nicht der Erwähnung wert. Oh, bonjour, Mademoiselle. Diese Adresse hier suche ich. Dort. Bonjour, Monsieur. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Jean Passepartout zu Ihren Diensten. Ja. Bitte, was wünschen Sie? Sir, ich bin hierher gekommen, weil ich mich um die Stellung als Diener bewerben möchte. Franzose? Oui. Nun, wir werden sehen. Sie haben in renommierten Häusern gearbeitet? Hier sind meine Referenzen, Monsieur. Sie sind alleinstehend? Ja, bin ich. Ihr letzter Dienstherr? Napoleon der Dritte. Ich habe ihm treu gedient, Monsieur. Ja, im kaiserlichen Haushalt. Vor dem Sturz des Zweiten Kaiserreichs. Tatsächlich? Ich bin übrigens ein großer Bewunderer Ihrer englischen Monarchie, Monsieur. Lang lebe England! Ah. Ja, nun, ich bin nicht Napoleon der Dritte, aber man hat doch bestimmte grundlegende Anforderungen an seinen Haushalt, die unbedingt... Oh, ich weiß, ich weiß. Ich wünsche mir nichts mehr als einem ruhigen, besonnenen Gentleman mit strengen Grundsätzen und maßvollen Gewohnheiten in friedlicher Umgebung zu dienen. Ich bevorzuge ein zurückgezogenes Leben. Erlauben Sie mir die Frage, wie spät haben Sie es? Es ist, Monsieur, präzise 10 Uhr. Betrachten Sie sich von diesem Augenblick an als in meinen Diensten befindlich, Passepartout. Oh, merci, Monsieur. Danke. Hier ist eine Liste Ihrer Pflichten. Im Übrigen... geht Ihre Uhr 1 Minute vor. Sie, Mr. Fix. Detective Fix, falls es Ihnen nichts ausmacht. Kommen Sie herein. Detective, Fix, Sir. Haben Sie sich informiert? Ich habe, Sir. Und ich schmeichel mir auf dem Gebiet der verschlagenen Methoden kriminellen Geistes ein besonderer Experte zu sein. Falls sich diese Aufgabe für mich interessant genug finden würde, wäre ich durchaus bereit, bis ans Ende der Welt zu gehen, um diesen Halunken ein für allemal dingfest zu machen. Brindisi. Ja, Sir. Ich beordere unverzüglich Detektive an jedem größeren Hafen Europas, unter britischen Inseln. Sie werden dort tätig, in Italien. Italien? Sie werden ohne Unterlass sämtliche Passagiere, die ankommen oder fortfahren, überwachen. Ich,
Ich bin glücklich über diese Herausforderung, Sir. Ich kann mich verständigen in der Sprache. Ein paar 2000 Pfund für den Mann, der ihn mir hierher schafft. 2000 Pfund? Nicht übel. Das wäre alles, Fix. Verlassen Sie sich auf mich, Sir. Ich empfehle mich also. 2000 Pfund. Eine Schande für die Queen und das Empire. Regen Sie sich ab, alter Knabe. Wir bekommen das Geld zurück. Was heißt, wir bekommen es zurück? Woher bitte? Ein Spitzbube, der die Bank von England ausgeraubt hat, wird sich wohl nicht fassen lassen. Sie müssen mich nicht belehren. Sie vergessen, ich bin der Direktor der Bank von England. Und ich kann Ihnen sagen, der Räuber ist ein Gentleman. Sie nennen jemanden, der 55.000 Pfund stiehlt, einen Gentleman? Also, bitte. Könnten wir weitermachen? Ihr Stich, Mr. Ralph, wenn ich mir erlauben darf. Oh, Verzeihung. Das ist offensichtlich ein ganz gerissener Bursche, dieser Dieb. Ich persönlich bin der Meinung, dass alles zu seinen Gunsten steht. Ich weiß nicht. Es gibt auf der ganzen Welt kein Land, das für ihn sicher wäre. Ich meine, die Welt wäre groß genug. Das war sie mal. Was haben Sie eben gesagt? Das war sie mal. Können wir spielen, Gentlemen? Was heißt das? Das war sie mal. Ist die Welt etwa kleiner geworden? Er hat recht, wissen Sie. Ein Mensch von heute wäre imstande, rundherum um die Erde zu reisen in 6 Monaten. 80 Tage. Ich bitte um Pardon. In 80 Tagen? Na kommen Sie, Fox. Sicher wollen Sie jetzt einen Witz machen. Wir alle wissen, wie weit wir es mit der Eisenbahn oder der Dampfschifffahrt gebracht haben, aber was ist zum Beispiel mit, Schiffbrüchen oder Stürmen und Zugunglücken und so weiter und so fort? Alles eingeschlossen. Sir. Theoretisch mögen Sie durchaus recht haben, aber in der Praxis gebe ich Ihnen nicht die geringste Chance. 80 Tage. Falsch, Sir. Unmöglich. 80. Meinetwegen. Ich für meine Person, ich wäre bereit zu wetten. Sagen wir um 10.000 Pfund. Dass eine solche Reise innerhalb der von Ihnen genannten Zeit nicht zu schaffen ist. Dann würden Sie verlieren, Sir. Niemals, verdammt nochmal. Wenn Sie glauben, dass so etwas möglich sei, nun, dann fordere ich Sie heraus, das zu tun, Sir. Sie schlagen also vor, Mr. Stewart, dass ich in 80 Tagen um die Welt reisen sollte. In der Tat, Sir. Ich versichere Ihnen, nichts wäre mir lieber, als diesen Beweis anzutreten. Aber, Gentlemen, das ist wirklich absurd. Nun, spielen wir weiter. Mein lieber Stewart, haben Sie nicht gemerkt, das Ganze war doch nur ein kleiner Spaß? Er meinte das nicht wirklich. Aber ich, Sir. Gut. Ich habe im Augenblick ein Konto von 30.000 Pfund bei der Bearless Bank. Und ich bin durchaus gewillt, den gesamten Betrag zu riskieren. 30.000? Gütiger Himmel. Mein lieber Freund, Sie könnten die gesamte Summe durch einen unvorhergesehenen Aufenthalt verlieren. Mr. Flanagan, Unvorhergesehenes gibt es nicht. Überlegen Sie es sich, Sir. Sie würden gezwungen sein, von Eisenbahnen in Dampfschiffe und von dort in Gott weiß was springen zu müssen, bis Sie zusammenbrechen. Lassen Sie uns sofort damit aufhören. Das Ganze war doch nur ein Spaß. Ein richtiger Engländer spaßt niemals, Sir, wenn es sich um etwas so Ernsthaftes handelt wie eine Wette. Falls es hier noch irgendjemanden gibt, dem es an Vertrauen zu mir mangelt, so möge er sprechen. 80 Tage? 1924 Stunden oder 115.200 Minuten. Beim Himmel. Oder früher. Ich werde mit Stewarts Wette gleichziehen, Fogg. 10.000 Pfund. Ich auch. Wunderbar. Nun, dann können wir hier weitermachen. Wann werden Sie abreisen? Der Zug nach Dover geht jeden Abend um 9 ab Charing Cross. Sie würden heute Abend fahren? Aber selbstverständlich. Und ich werde in genau 80 Tagen um Punkt 9 in diesen Raum zurückkehren. Oder früher. Mein auf die Barings Bank ausgestellter Scheck wird während meiner Reise hier im Club verbleiben. Hören Sie, Fogg. Wir möchten Sie auf keinen Fall überfordern, deshalb, wir wären damit einverstanden, dieses Spiel sofort abzubrechen, damit Sie die Möglichkeit haben, bei sich zu Hause die Vorbereitungen für die Reise zu treffen. Das Spiel aussetzen? Aber wieso denn? Dürfte ich in Erinnerung bringen, dass Pik Trumpf ist. Bitte spielen Sie weiter. Thank you.
Treffen Sie Anstalten, das Haus zu verlassen. Zu verlassen, Monsieur? Sofort. Vergeben Sie mir, Monsieur, aber sagten Sie, verlassen? Innerhalb von 20 Minuten. Wollen Sie etwa verreisen, Monsieur? Wir nehmen den Zug nach Dover. Dover? Und dann geht's um die ganze Welt. Die Welt? Dann geht's um die ganze Welt, Monsieur? In 80 Tagen oder weniger. Aber Monsieur, nehmen wir nicht einige Schrankkoffer mit? Nicht einen, diese Reisetasche muss genügen. Zwei Hemden, zwei Hosen und drei Paar Strümpfe für mich. Das gleiche für Sie. Was immer wir brauchen, erstehen wir unterwegs. Sie sind hoffentlich mit festem Schuhwerk versorgt, falls wir etwas laufen müssen. Da wir in 19 Minuten aufbrechen, schlage ich vor, dass Sie sofort packen. Ich bin fertig, Monsieur. Mein Kursbuch? Wir werden 20.000 Pfund mitnehmen. Nein. Nehmen wir lieber alles mit. Sie passen gut darauf auf, ja? Mit meinem Leben bewache ich es, Monsieur. Mein Name ist Phileas Fogg und das ist mein Diener Passepartout. Ich verlange Aufklärung, weshalb das Schiff nicht ablegt. Seit 27 Jahren überquere ich nun diesen Kanal. Aber einmal in meinem ganzen Leben, nur einmal gab es diesen einzigen Sonnenstrahl. Und Sie verlangen, dass ich Sie, die Göttliche, an Land setze? Niemals. Nein, ich sage Ihnen, ich werde Sie Ihretwegen nicht beerdigen. Nein, und wenn Sie Monate hier bleibt. Dürfte ich jetzt erfahren, von wem? Ich habe Ihre Identität vor allen anderen Passagieren an Bord geheim gehalten. Das war Ihr Wunsch. Ihre Passagiere aus Calais haben alle längst das Schiff verlassen. Monsieur, uns konnten Sie es doch sagen. Sarah Bernard. Dieu! Das glaube ich einfach nicht. Ich geleitete Sie persönlich zu unserer besten Kabine. La Céleste. Und sie wird dort residieren, wie sie wünscht, ihren Aufenthaltsort zu wechseln. Kapitän, der Hafendirektor möchte Sie gern sprechen. Haben Sie Geduld, Mr. Fogg. Wir werden ablegen. Wenn nicht heute, dann morgen. Ich nehme an, diese Frau ist eine wichtige Person. Ist es möglich, Monsieur, dass Sie haben niemals gehört von ihr? Der großen Sarah Bernard. Bernard? Oper? Nein, Theater, Monsieur. Die größte Schauspielerin unserer Zeit oder vielmehr aller Zeiten überhaupt. Die göttliche Sarah Bernard. Sie ist Französin, versteht sich.
Mal sehen, vielleicht können wir sie vom Fleck bewegen. Vom Fleck? Vom Fleck bewegen, Monsieur? Monsieur! Nicht, nicht, Monsieur! Bitte nicht, Monsieur! Ich flehe Sie an, Monsieur. Sie dürfen sie nicht stören, bitte nicht. Ach, da wären wir. Oh. Als Franzose, ich kann es Ihnen nicht gestatten. Das ist ja wohl lächerlich. Als Mensch, Monsieur. Jamais de la vie. Passepartout. Es ist mir verhasst, Sie daran erinnern zu müssen, aber Sie sind in meinem Dienst und solange das so bleibt, werden Sie tun, was von Ihnen verlangt wird. Treten Sie zur Seite. Hallo. Bonjour. Monsieur, s'il vous plaît, la serviette. Vous êtes très aimable. Vous êtes anglais, n'est-ce pas? Oui. Das heißt, ja, ich bin Engländer, falls Sie danach fragten. Fürchterlich. Sie machen sich keine Vorstellung, wie fürchterlich es im Augenblick in Paris ist, Monsieur. Ein Bürgerkrieg schlimmster Sorte. Sie nennen das die Commune de Paris. Ich nenne die Communard. Oh, es ist so traurig. Ich bin erschöpft. Das mag sein, wie es will, Madame. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das Schiff sofort verlassen würden. Dieses Schiff? Eine Kutsche wartet auf Sie am Dock. Selbstverständlich. Würden Sie die außerordentliche Liebenswürdigkeit haben, mir ein Glas Wein einzuschenken? Sie haben vor, zu einem solchen Zeitpunkt nach Frankreich einzureisen, Monsieur? Meine Zeit ist von höchster Wichtigkeit, Madame. Monsieur... Machen Sie es sich doch ein wenig bequem. Wir werden die Angelegenheit besprechen. Sie haben ein wirklich interessantes Gesicht, Monsieur. Ein klein wenig näher. Ah, oui. Die Augen, die sind es. Und die Kurve der Lippen. Oh. Vergeben Sie mir, Madame, aber ich bin verpflichtet, mich zu beeilen. Aber Frankreich, Monsieur, wird doch auch später noch da sein. Sie und ich sind vom Schicksal zusammengeführt worden. Lassen Sie uns einen ruhigen Nachmittag genießen. Nur wir zwei. Tut mir furchtbar leid. Ah, müssen Sie so furchtbar englisch sein? Was ist das für eine sonderbare Verpflichtung, die Sie zwingt, sich zu beeilen? Ich reise um die Welt, Madame. Um die Welt? Ich bitte Sie. Dann, Monsieur, werden Sie doch sicherlich auch alle Zeiten der Welt haben. 80 Tage. Monsieur? Ich habe eine Wette abgeschlossen. 80 Tage, keine Sekunde mehr. Oh, was für grauenhafte Aspekte. Vermutlich verstehen Sie jetzt besser, wie viel mehr im Sinn dieser Wette daran liegt, Dover so schnell wie möglich zu verlassen. Ich verstehe gar nichts, Monsieur. Gar nichts, außer... Oh, merveilleux. Tatsächlich die Kurve der Lippen. Oh, jammer, schade. Was für eine Verschwendung. Nie und nimmer werde ich Sie verstehen, die Engländer. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Also ich würde gerne wissen wollen, ob im Falle der Verbrecher hier auftauchen würde, die italienische Regierung bereit wäre, ihn bis zur Auslieferung hier festzuhalten. No, Signore, ich habe es Ihnen schon gesagt, sowas ist unmöglich. Sie haben keine vollständige Beschreibung von dem Mann. Sie haben nichts, niente, nicht einmal ein Haftbefehl. Nun ja, ich weiß. Alles, was ich wissen möchte, ist, werden Sie mit uns kooperieren? Sobald er hier auftaucht in Brindisi. Es heißt Brindisi. Wo wir jetzt sind. Ich weiß, ich sagte es ja. Den Haftbefehl fordere ich telegrafisch an. Sie glauben, er taucht hier auf? Oh, ich weiß es. Er mag vielleicht gerissen sein, er mag vielleicht teuflisch gerissen sein, aber die Zeit wird kommen, wo er sich damit wird abfinden müssen, dass Detective Fix immer in allen Situationen einen Sprung vor ihm ist. Wo glauben Sie, ist er zurzeit? In Frankreich? Frankreich? Heutzutage? Nein, der müsste ja hirnverbrannt sein, ich meine. Nicht einmal der verblödetste Bankräuber würde im Augenblick Frankreich durchqueren, nein. Eines ist sicher, er ist nicht in Frankreich. In der Umgebung von Paris. Monsieur, sehen Sie das? Was? Er schaut schon wieder auf seine Uhr. Er führt etwas im Schilde, das könnte ich schwören. Allez, bougez! Vite, 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 vite! Oui, oui, oui. Allez! Sagt sie, wären die Brigade Victor Hugo der Commune de Paris. Sie beschlagnahmen diesen Zug. Monsieur, ich weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen soll, aber falls Sie Ihre Reise nach Paris fortzusetzen wünschen, werden wir laufen müssen. Ja, ich verstehe. Ja, schon recht. Nun, gehen wir. Meine Herren von der Presse, bitte. Wir haben Mitglieder in der Bibliothek, die zu lesen versuchen. Ein wenig Respekt erbitte ich. Nun, ich denke, wir haben Ihnen alle Informationen gegeben, die wir im Augenblick besitzen. Mr. Phileas Fogg, eines unserer hochverehrten Mitglieder, hat eine Reise unternommen, die... Nun, die offenbar imstande ist, die Fantasie ganz Londons zu beflügeln. Wir haben die Wetten ausgehängt, um unsere Mitglieder zu informieren. Wie Sie beobachten können, stehen Sie im Augenblick 20-1 gegen den Gentleman. Wo ist er jetzt? Wir haben hier eine Art Logbuch seiner Reise. Wir nennen es das Fogg-Log. Eine rote Linie markiert jede einzelne bestätigte Zwischenstation seiner Tour. Bestätigt wurde allerdings bisher nur seine Ankunft in Dover. Meine Herren, wir stimmen alle darin überein, dass Mr. Fogg nicht die geringste Chance hat. Wie dem auch sei, wenn diese einmalige Bravourleistung irgendwann einmal wirklich vollbracht werden könnte, dann, beim Himmel, soll sie von einem Engländer vollbracht werden. Kommen Sie nur. Kommen Sie näher. Es wird Sie gewiss niemand beißen. Ja, Sir. Es wurde mir gesagt, Sie hätten eine wichtige Information für uns. Der war da. Den habe ich gesehen. In der Bank. Als er das Geld nahm. Wer das Geld nahm? Er war es. Fogg. Der Mann in der Zeitung. Fogg? Ich habe sein Bild gesehen. Im Standard. Fogg. Er ist es ganz sicher. Der, der um die Welt reist. Phileas Fogg? Der Gentleman aus dem Reformclub? Der höchstpersönlich. Ich würde es beschwören. Ich dachte, das müsste ich Ihnen sagen. Fogg. Oh, beim Himmel, es beginnt plötzlich alles zusammenzupassen, Sir. Ein sogenannter Gentleman stiehlt 55.000 Pfund aus der Bank von England. Und dann... Und unter dem Vorwand einer Wette geht er auf eine Reise um die Welt und entflieht auf diese Weise der Polizei. Ich wünsche, dass jeder Detektiv im Außendienst so schnell wie möglich eine Fotografie von Fogg erhält. Ja, sofort, Sir. Mein Gott, der Mensch ist raffiniert. Im Augenblick sucht er vermutlich eine hübsche, sonnige Villa am Mittelmeer, um den Rest seines Lebens in Luxus zu verbringen.
Was habe ich hier verloren? Hier müsste es sein, oben rechts. Was? Thomas Cook und so. Cook? Cook? Cooks Reisebüro. Ah, da ist es. Ja. Für mich ist keine Novella. Ah, das besagt, dass es geschlossen ist, bis auf weiteres, Monsieur. Wirklich? Bei ersten kleinen Unannehmlichkeiten schließen Sie die Türen. Nun, ich muss sagen, da bin ich aber bitter enttäuscht. Na schön. Sehen wir weiter. Wohin, Monsieur? Ich verstehe das einfach nicht, Monsieur. Wir sind hinter unserem Zeitplan zurück und sitzen hier, in einem Café. Aus gutem Grund sitzen wir hier. Wirklich? Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass die verlässlichsten Informationen, die man in einer Stadt erhalten kann, stets vom örtlichen Kneipier kommen. Sagen Sie ihm, wir können uns jedes Beförderungsmittel leisten, das uns aus Frankreich hinausbringt. Betonen Sie die Dringlichkeit mit einer Kleinigkeit für seine Ungelegenheit. Ich will's versuchen, Monsieur. Vas-y. Bonjour, monsieur. Puis-je m'asseoir avec vous? Vergebung, madame. Ich spreche nicht ein Wort Französisch. Mais vous êtes si belle. Je crois que je vous plairai beaucoup. Vraiment. Mais vous ne me croyez pas assez bien pour vous. Falls es Ihnen nichts ausmacht, Madame, wäre ich lieber allein. Allein. Du Englischmann, du hast sie beleidigt. Überhaupt nicht. Du gibst ihr 20 Francs für dein Perfidie. Nicht einen Franc, Sir. Kommt nicht in Frage. So? Pardon, Monsieur. Ich bin der Diener dieses Gentleman hier. Bitte sagen Sie mir, warum Sie ihn geschlagen haben. Sir, ich kann das Gefühl nicht loswerden, dass hier ein Missverständnis vorliegt. 50 Francs! 50! Monsieur! Ich schlage vor, hier sofort zu verschwinden. Sie sprachen mit dem Kneipier über ein Beförderungsmittel? Dann gehen wir. Wir sollten uns beeilen, nicht? Danke, Sir. Obgleich ich konstatieren muss, dass Ihre Kundschaft ziemlich zu wünschen übrig lässt. Monsieur! Kommen Sie hier lang. Um ganz ehrlich zu sein, Passepartout, das französische Volk ist recht obskur. Bedenken Sie allein die Behandlung, die uns hier widerfahren ist. Es ist hoffnungslos. Hoffnungslos? Vollkommen. Sie haben eine Information bekommen. Oui. Gut. Und was hat er gesagt? Dass man überhaupt nicht rauskommt. Bitte um Verzeihung. Es gibt keinerlei Transport mehr, weder herein in die Stadt noch hinaus. Gar nichts. Gar nichts geht mehr. Na, na. Die Ruhe bewahren. Geht schon wieder los. Nun, wir werden uns eben etwas anderes überlegen müssen. Sie hat's mir gesagt, meine Madeleine. Ich müsste versuchen, eine nette, ruhige Stellung zu finden. In einem netten, ruhigen Haus. Bei einem netten, ruhigen Gentleman. Aber ich kann... Passepartout! Ich habe ihn. Hier sehen Sie sich das an. Eine unbestreitbare Identifikation. Sie haben die Fotografie und den Namen. Ach, diesmal werde ich ihn kalt erwischen. Fogg? Phileas Fogg? Er sieht nicht sehr gefährlich aus. Ach, niemals sehen solche Leute gefährlich aus. Nicht die Raffinierten. Man muss fähig sein, dahinter zu kommen. Dazu braucht man eine Kombination von Hören, Sehen und Riechen. Diese Begabung
So muss ich sagen, habe ich im höchsten Maße, ich sage es mit aller Bescheidenheit, ich bin ein Meister in dieser Kunst. Hoffentlich. Nelly! Meine Herren, ich brauche Ihre Hilfe, bitte. Eine Kopfverletzung. Seien Sie vorsichtig, das ist mein Diener. Seien Sie bitte sehr vorsichtig, das ist mein Diener. Ja, sehr schön. Ich bin Ihnen außerordentlich dankbar. Er ist Franzose, genau wie Sie. Ja. Vorsichtig, meine Herren, bitte seien Sie sehr vorsichtig. Vorsichtig. Nein, nein, nicht dort unten. Es ist sein Kopf. Sein Kopf, meine Herren, sein Kopf. Ja, ich verstehe aber immerhin. Que personne s'approche. Partez. Partez immédiatement. Verzeihen Sie, Monsieur. No, parlez-vous français? Ich fürchte, ich kann Ihre Sprache nicht besonders gut, aber wir werden es versuchen. Sind Sie ein Arzt? Ich bin kein praktizierender Arzt, nein. Aber ich bin in der medizinischen Forschung. Eine Kugel hat seinen Kopf gestreift. Wie sieht's mit ihm aus? Eine kleine Gehirnerschütterung, nicht sehr Ernsthaftes, würde ich meinen. Was hat Sie nach Paris geführt? Es lag auf unserer Route. Oh. Um die ganze Welt. Eine Umkreisung des Erdballs in 80 Tagen. In 80 Tagen? Oder weniger. Impossible, Monsieur. Ich gebe zu, seit wir in Ihrem Land sind, kämpfen wir gegen recht chaotische Zustände an. Warum versucht man überhaupt eine derartige Sache? Eine Wette, Sir. Und mein Ehrenwort. Die Wette, Monsieur, ist lediglich eine pekuniäre Frage, aber ich fürchte um Ihre Ehre. Monsieur, glauben Sie an das Schicksal? Nein, das kann ich eigentlich nicht behaupten. Wieso? Ich bin vielleicht der, der Sie aus Ihrer Kalamität befreit. Bitte um Vergebung. Könnten Sie ein wenig präziser werden? Ein Kollege von mir, ein Mann wissenschaftlichen Genies, arbeitete lange an einer Gaskraftmaschine, die mit Leuchtgas betrieben werden kann und eine enorme Kraft entfaltet. Sie meinen, etwas, das in der Lage wäre, Menschen zu befördern? Das ist die Absicht. Ein Viertaktmotor, der mit einem höchst merkwürdigen Vehikel verbunden ist. Sie könnten das Privileg genießen, es als Erster auszuprobieren. Demnach hat man es noch nie ausprobiert. Nein. Wieso nicht? Offen gesagt, man hat noch keinen Freiwilligen gefunden. Oh. Es ist ein Experiment, aber es ist möglicherweise das schnelle Fortbewegungsmittel, das Sie suchen. Er lebt in Paris? Etwas außerhalb, auf dem Land. Nicht allzu weit. Sein Name ist Lenoir. Und falls Sie es wünschen, beschreibe ich Ihnen gerne den Weg. Bitte tun Sie das. Wer, darf ich sagen, hätte mich geschickt? Pasteur. Louis Pasteur. Au secours! Au secours! Wo bin ich? Ist in Ordnung? Das ist eine kleine Eule am Kopf. Monsieur Lenoir? Monsieur Lenoir? Oui. Verzeihen Sie mir, ich... Was kann ich für Sie tun? Ich interessiere mich für Ihren Viertaktmotor. Ja, vielleicht, Monsieur, können Sie einen Moment warten. Ich bin beschäftigt. Oh ja, natürlich. Qu'est-ce que tu as à le regarder comme ça? Ja. Nun, sehen wir uns hier mal ein wenig um.
Dieu! Was ist das? Höchst ominös. Ah, hier sind wir richtig. Beim Himmel. Sehen Sie sich das mal an. Offensichtlich arbeitet jedes Ventil im Viertakt. Das finde ich wirklich überraschend. Und was ist das? Hm? Und das? Eine Art Schlauch. Kurios. Sehen Sie, Monsieur. Der Schlauch ist mit dem Teppich verbunden. Unglaublich. Ich sage Ihnen, Passepartout. Oui. Ich glaube, ich beginne jetzt zu verstehen, was das alles bedeutet. Voleur! Bande de voleurs! Eltern für Diebe! Attendez! Ne tirez pas! Was haben Sie ihm gesagt? Dass er nicht schießen soll! Ihr wolltet mich bestehlen, was? Wir hatten keinerlei derartige Absichten, ich schwöre es. Wir wurden von einem Freund von Ihnen hierher geschickt. Von wem? Pasteur. Ja, Louis Pasteur. Pardon, excusez-moi, viens là. Ach, tut mir leid. Er sagt, Sie hätten eventuell gern jemanden zum Ausprobieren von, wie nennen Sie es? Le nuage de poupre. Le nuage de poupre. Er sagt, le nuage de poupre. Ja. Die purpurne nuage. Wolke. Wie weit, glauben Sie, könnte sie uns bringen? So weit, wie ihr fahren möchtet. Ans Mittelmeer? Aber selbstverständlich. Ihr möchtet alles sehen, nicht? Kommt und seht. Vorsichtig. Hier. Et voilà. Geht rein. Geht. Was könnte noch mehr Komfort haben? Der Motor ist an dieser Kabine angebracht? Ja, ganz recht, Monsieur. Ihr. Ich habe viele Diskussionen gehabt mit Ferdinand, Graf von Zeppelin. Zeppelin? Ein Deutscher. Selbstverständlich konnten wir uns niemals einigen. Deshalb habe ich ohne ihn weitergemacht, mit einem eigenen Lenoir-Motor. Oh, sehr gut. Verzeihen Sie bitte, Monsieur. Verstehe ich das richtig? Steigt dieses Ding nach oben, in die Luft, wie ein Ballon? Ein Ballon? Die schlimmste Beleidigung für mich. Was nützt ein Ballon? Ein Ballon bekommt man nicht unter Kontrolle. Ein Ballon wird getrieben von Winden. Er fliegt, wohin er will, nicht wohin Sie wollen. Vielleicht sollten wir es uns noch mal überlegen. Hier, hier, in Le Nuage de Pourpre können Sie bis ans Ende der Welt fliegen. Und Sie hört immer auf Ihr Kommando. Sir, ich möchte Sie nicht hinters Licht führen. Es ist höchst dringlich, dass wir Frankreich so schnell wie nur möglich verlassen. Hier ist meine Karte. Ich bin Mitglied des Reformclubs und ich verspreche Ihnen Folgendes. Sollten Sie uns eine Probefahrt mit Ihrem Luftschiff erlauben, schicke ich einen detaillierten Bericht über unsere Reise an die Königlich-Geografische Gesellschaft, sodass im Falle unseres Erfolges Sie den verdienten Ruhm davon tragen. Monsieur, die Abmachung gilt. Darf ich fragen, wieso Sie die purpurne Wolke nicht selbst ausprobiert haben? Die Frage ist ganz berechtigt, aber es verhält sich so, wissen Sie. Ein Kopf wie dieser, wenn Sie mir gütigst verzeihen, ein Kopf von wissenschaftlichem Genie, wissen Sie, der muss bewahrt werden, um jeden Preis, zum Wohle der ganzen Menschheit. Er meint, es ist nicht sicher. Ist aber grandios. Fantastisch, fantastisch, wirklich gut. Einmalige Sache, sehr schön.
In Ordnung. Nur ein paar Mal drehen. Es funktioniert? Einmalig. Ja? Wirklich gut. Nach oben und das hier nach unten. So, das ist alles klar. Hier zieht man dran, d'accord? Ja. Hey. So was passiert mal, mach ich gleich ganz. Tut mir so leid. Ich, mein Monsieur. Mach ich? Oui, oui, Monsieur. Danke. Mal in der Nähe von Paris. Liegt bereits um Tage zurück. Was ist das? Sie! Ihre... Wer? Ach, Monsieur. Ach, ich fürchte, ich bin eingeschlafen. Madame, ich bin ungern nicht gastfreundlich, aber Sie haben uns in eine schrecklich prekäre Lage gebracht. Prekär? Welche Lage ist prekär? Ach, ich liebe so sehr, wenn ich auf der Reise bin. Das Gewicht. Zusätzliches Gewicht bedeutet Gefährdung. Die Alpen. Sie meinen, wir kommen nicht drüber über die Alpen?
Auf solche Risiko hätten wir uns nicht einlassen dürfen. Er hat leider recht, Madame. Ein Jammer, eine so charmante Begleitung zu verlieren, aber ich fürchte, wir werden sie absetzen müssen. Nicht absetzen? Unmöglich, Passepartout. Wir werden einfach weiterfliegen. Wir verlieren an Kraft. Keine Aufregung, Monsieur. Wir fallen herunter und vielleicht müssen wir sterben. Wir können doch nicht ewig leben, ne? Monsieur! Wir sind in den Alpen gelandet! Durchaus möglich. Bestimmt! Monsieur! Tatsächlich. Ich erlaube mir die Frage, was heißt tatsächlich, Monsieur? Das Simpelste von der Welt. Ein törichter Fehler. Sie wissen, was falsch war? Die Vorbedingung. Es ist nämlich nur eine Frage des Treibstoffs. Wir haben keinen Treibstoff mehr? Ich fürchte, Lenoir hat sich bei seinen Berechnungen geirrt. Ich mache eine Notiz ins Logbuch. Oh mein Gott! Wir sind ohne Treibstoff! Ja, ganz recht. Wir sind erledigt! Wir sind verloren. Wir sind gestrandet. Wir sind Schiffbrüchige in den Alpen. Wir gehen in den Tod. Fogg kann sich in Luft auflösen. Er kann sich nicht ewig verstecken. Und Sie haben immer dieselben Orte überprüft. Tag für Tag. Ein muss andere machen. Routine macht erst den großen Detektiv aus. Mein ganzes Leben besteht aus Routine. Oh, das ist nicht mein ganzes Leben, nein. Mein ganzes Leben ist meine Millie. Ihre Millie? Mama mia. Mildred Hapsworth, wir werden heiraten. Mit dem Geld von der Belohnung. Dann bauen wir ein kleines Haus in der Nähe von Weizen. Na, mein Glück. Wirklich nett von Ihnen, ja, vielen Dank, ja. Ziemlich bittere Pille, die ich da hinunterschlucken muss, sage ich Ihnen. Ach, ich glaube es einfach nicht. Was? Dass er noch immer in Frankreich ist. Ich denke nicht, dass so eine Kommune de Paris überhaupt in der Lage ist, einen derartigen Mann festzuhalten. Der ist doch längst über alle Berge irgendwo ganz woanders hin. Verdammt. Ganz recht, verdammt. Was? Was soll denn das? Beruhigen Sie sich bitte. Sie müssen sich zusammennehmen. Ich weiß. Wenn ich ihn nur in die Finger bekommen könnte. Nur einmal, wissen Sie, nur ein einziges Mal. Dann würde ich mich besser fühlen. Viel besser. Monsieur, ich bitte um Vergebung. Ich erfriere. Dürfte ich den Cognac öffnen?
Den Cognac, bitte. Sie möchten noch mehr? Ich möchte die Flasche. Die ganze Flasche, Monsieur? Ja. Dann möchte ich mir einen Vorschlag erlauben. Wir sollten mit ihm haushalten, damit er möglichst lange reicht. Geben Sie mir die Flasche. Was? Was haben Sie vor? Monsieur! Nein! Oh, mein Gott! Ein bisschen zur Seite. Weg! Alles zum Teufel! Kein bisschen Cognac mehr! So etwas Irres! Warum haben Sie das getan, Monsieur? Wir sitzen auf einem der höchsten Punkte der Alpen und haben keinen Cognac mehr. Die Purpurwolke scheint ein wenig festzusitzen. Geben Sie ihr einen Schubs. Wozu? Ein Schubs, meinen Sie? Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Schieb! Los! Weiter! Los! Der Raum schafft es nicht. Passepartout! Rasch, beeilen Sie sich! Nehmen Sie meine Hand! Nehmen Sie meine Hand! Nein, geht doch. Was immer auch mit der Purpurwolke geschieht, Monsieur, es muss einen einfacheren Weg zum Starten geben. Präzise 103 und eine halbe Stunde bis zu diesem Moment. Wir haben die Zeit aufgeholt. Wir haben fast zurückgewonnen, was wir verloren hatten. Es ist ein Wunder. Ganz und gar nicht. In 31 Minuten müssen wir Rom überfliegen. Von dort ist es nur eine Stunde bis Brindisi. Da kriegen wir das Dampfschiff nach Suez und Bombay. Und dann denke ich... Den Cognac, bitte. Ist keiner da? Wir haben die Kontrolle verloren. Wie wir denn abstürzen? Scheint so. Ich muss gleich die genaue Zeit einschreiben. Festhalten. Oh,
Entschuldigen Sie. Wie wunderbar. Ist bei Ihnen alles in Ordnung, Monsieur? Vollkommen. Halt! Halt, Sadelo! Chi siete? Cos'è questo? Cosa fate qui? Parlate italiano? Danke sehr, meine Herren. Vielen Dank. Gut gemacht. Gut gemacht. Buongiorno, signore. Passaporto, per favore. Oh, ja, natürlich, mein Pass. Hier ist er. Siete inglese? Engländer, ja. Haben Sie irgendetwas zu verzollen? Überhaupt nichts eigentlich. Sehen Sie, wir haben gerade eine höchst angenehme Reise in diesem fantastischen Luftschiff gemacht. Und ich hätte gern, dass Sie dafür Sorge tragen, dass dieses Journal unserer Reise die Königlich Geographische Gesellschaft in London erreicht. Ich mag Sie darauf aufmerksam, dass Sie ein nationales Monument entweiht haben. Oh, tut mir schrecklich leid. Nun, also, könnten Sie uns den Weg zum Bahnhof beschreiben? Ich muss Sie unter Arrest stellen. Wie viele seid ihr? Zwei. Wir haben einen Gast da drin. Sie nimmt gerade eine kleine Mahlzeit zu sich. Eine Frau? Oh. Hm. Hm. Wie hätten wir das veranlassen können, eine Reservierung? Wir sind eben erst aus dem Zug gestiegen. Sir, sicherlich wird sich doch irgendeine Unterkunft für uns finden lassen. Jede Kabine, die wir nach Bombay haben, ist gebucht. Es sei denn, ja, Sie wären damit einverstanden, eine Mehrfachkabine zu teilen. Mit wem? Mit ägyptischen Steinmetzen. Es sind sieben. Sieben? Monsieur, in einem Raum? Neun Personen? Das wäre vollkommen zufriedenstellend. Danke. Danke. Ihr Schiff, die Mongolia, legt in 15 Minuten ab. Ausgezeichnet. Guten Tag, Sir. Wie ist der Name des Mannes? Signore. Der eben auf der Mongolia gebucht hat, der Engländer. Ich darf die Namen unserer Passagiere nicht preisgeben. Na schön, aber ich komme direkt aus London. Fix. Detective Wilbur Fix im Dienst. Ach, Fogg. Phileas Fogg. Sie müssen ihn aufhalten. Das Schiff ist bereit zum Ablegen, Signore. Dann halten Sie es eben auf. Es ist im Besitz der Peninsular- und Orientreederei. Und wir haben keinerlei Befugnis, sie aus irgendeinem Grund aufzuhalten. Buchen Sie dann einen Platz für mich. Tut mir leid, Signore, voll belegt. Wissen Sie, worum es sich handelt? Um einen internationalen Verbrecher. Da ist nichts zu machen, Signore. Es sei denn, Sie wären einverstanden und teilen eine Räumlichkeit mit einem Türken. Was für ein Türke? Oh, ganz egal, was für ein Türke. Hauptsache, ich komme auf dieses Boot. Ja, Signore. Und schicken Sie eine telegrafische Depesche nach England. Natürlich, Signore. Sie sollen mir einen Haftbefehl für diesen Mann schicken. In Ordnung. Gut. Nach Suez. 600 Lire, 600 Lire, bitte. Für die Depesche? Und auch die Dampfschiffkarte. Oh, beides zusammen. Oh, das ist aber preiswert. Was, 600? Bitte, behalten Sie den Rest. Grazie, Signore. Sie sollten sich jetzt lieber beeilen. Ja. Oh, Sie haben recht. Na und?
Was hier? Die ganze Fahrt? Das? Natürlich. Ziemlich klein, muss ich zugeben. Genügt aber. Folgen Sie mir, Sir. Ja. Stuart. Sir. Das ist doch der Frachtraum hier. Das muss sich um einen Irrtum handeln, ne? Nein, Sir. Sie werden mit dem Häftling Musterweg in der Zelle sein. In der Zelle? Häftling? Falls Sie etwas brauchen, Sir, rufen Sie bitte. Stuart! Das verstanden? Hm? Gut. Guter Mann, richtig. Halten Sie die Karten hoch bis an die Brust. Genau. Lassen Sie mich Ihre Karten nik sehen. Machen wir weiter. Nun, Pik ist Trumpf. Hören Sie? So, Mr. Abisid nimmt jetzt den Stich. Verstanden? Oh! Ai, ai, oh! Verzeihen Sie bitte, Sir Forbes. Die Fogg-Angelegenheit. Nun, unser Geschäftsträger hat mich informiert, dass ein Mr. Phileas Fogg irgendwo in Italien gelandet wäre. Wie hat er das geschafft? Eine höchst ungewöhnliche Sache, Sir. Offenbar entstieg er einem merkwürdigen, großen, purpurnen Objekt. Was schwatzen Sie da, McBains? Offenbar entstieg er einem merkwürdigen, großen, purpurnen Objekt, das von Tausenden von Italienern in ganz Italien am Himmel gesehen worden ist. Im Moment haben wir andere Sorgen. Ich möchte, dass ein Haftbefehl für ihn geschickt wird. An diesen Detektiv von uns in Brindisi. Hicks? Fix. Na ja, wie auch immer. Wir bedauern, dass wir Sie jetzt verlassen müssen, Mr. Fogg. Es steht geschrieben, sich von einem Freund zu trennen, bedeutet ein Stück von sich selbst zurückzulassen. Danke vielmals, Gentlemen. Es war ein Vergnügen, Sie kennenge... Ich bin Comarty, bevollmächtigt in Kalkutta. Falls Sie irgendwelche Fragen über Indien haben, bin ich Ihr Mann. Phileas Fogg, sehr nobel von Ihnen. Wissen Sie etwas, was zum Beispiel unsere indischen Freunde nicht machen können? Einen anständigen Cognac. Französisch? Etwas anderes zählt hier nicht. Ich habe einmal Bombay-Cognac probiert, bei meiner Ehre. Ich wurde scharlachrot wie eine Flamme. Man konnte mich noch aus 20 Meilen Entfernung sehen. Ach, machen Sie, dass Sie wegkommen. Oh, verzeihen Sie. Haben Sie vor, hier in Suez an Land zu gehen? Nein. Wieso? Oh, es ist eine faszinierende Stadt. Ich würde Sie gern herumführen. Ein andermal, ja? Ganz offensichtlich ist es nicht Ihr endgültiges Reiseziel. Nein, nein. Oh. Wohin werden Sie von hier aus weiterfahren, wenn ich fragen dürfte? Rund um die Welt herum. In 80 Tagen. Eine Wette, irgendwelche 80. Eine Wette? Sind Sie sicher, dass nicht mehr dahinter steckt? Wie meinen Sie das? Ich meine gar nichts. Ein paar empfehlenswerte Geschäfte gibt es hier. Falls Sie etwas brauchen, bin ich Ihnen gern behilflich. Hemden. Wir brauchen mehr Hemden. Hemden? Wir mussten so überstürzt abreisen. Wir haben außer einer Reisetasche nichts mitgenommen. Oh, Sie haben in aller Eile aufbrechen müssen.
Sind Sie schon ziemlich lange in den Diensten dieses Gentleman, wenn ich fragen darf? Oh, erst ein paar Tage. Er ist wohl ein sehr vermögender Gentleman, Ihr Herr, nicht wahr? Es ist nicht an mir, darüber Auskunft zu verlangen von Mr. Fogg, Monsieur. Wenn Sie mich bitte entschuldigen wollen. Ja. Oh, guter Gott, das ist sie. Keine Frage. Gar keine Frage. Was? Es ist Madame Sarah Bernard. Gütiger Himmel. Sie kommt doch nicht etwa hier herein. Eine Frau im Reformclub. Das würde sie doch nicht wagen. Bitte um Verzeihung, Madame. Bonjour, Monsieur. Es ist so erregend für mich, mich inmitten so distinguierter Gesellschaft zu befinden. Und so dachte ich, dass Sie erfahren sollten, dass ich mich rühmen kann, das Glück genossen zu haben, viele, viele bezaubernde Stunden mit Ihrem tapferen Mr. Fogg zu verbringen in meiner Kabine auf dem Ärmelkanal. Wir teilten Augenblicke, die ich niemals vergessen werde. Er bat mich, mit ihm um die Welt zu reisen, aber mein Zeitplan erlaubt es einfach nicht. Madame, denken Sie, er wird Erfolg haben? Oh, Gentleman. Ich habe in meinem ganzen Leben nicht einen Mann gesehen, der von größerer Entschlossenheit gewesen wäre als Phileas Fogg. Ich nenne ihn Phileas. Ja, ich bin davon überzeugt, dass absolut niemand und nichts sich ihm in den Weg zu stellen vermag. Und das ist der Grund, wieso ich hier bin, um mich an der Wette zu beteiligen. 20.000 Pfund. Aber, Madame, das würde eine erhebliche Änderung der Wettquoten bedeuten. Mein Vertrauen ist unbeirrbar. Jeder Mann, der fähig ist, das Gemach einer Frau zu betreten und dann nicht zu... Gentlemen, ein Toast. Auf meinen bewunderungswürdigen, bezaubernden Phileas Fogg. Haben Sie nicht vor, hier in Bombay zu bleiben? Nein, wir brechen sofort zum Bahnhof. Der Kalkutta-Express fährt in genau, wir sehen, 42 Minuten ab. Was für ein Zufall, ich nehme denselben Zug. Können wir zusammen ein Taxi nehmen? Eine brillante Idee. Sehen wir mal, wo wir hier eins kriegen. Gut. Was das Telegramm betrifft, sind Sie absolut sicher? Wir haben nichts. Wie ich Ihnen gesagt habe, ich habe aus Suez nach drüben gekabelt. Niemals hat unsere Abteilung einen Haftbefehl geschickt bekommen. Dann geben Sie mir einen. Auf wessen Autorität hin? Auf meine Autorität hin. Abgelehnt. Können Sie denn die Situation nicht begreifen? Erst auf dem Bahnhof, jetzt, in diesem Moment. Ich brauche einen Haft. Ich brauche einen Haftbefehl. Falls jemals dieser Haftbefehl in Bombay eintrifft, werden wir Ihnen gerne behilflich sein. Es wird dann zu spät sein. S-P-A. Ach, Sie kapieren doch. Sehen Sie, ich habe dafür diesen weiten Weg gemacht. Ich bin so nah dran. All mein Mitgefühl. Wer will's wissen? Sagen Sie, welches ist der Kalkutta-Express? Da. Der da? Ja. Oh, schön. Ich das ist doch wirklich. Lassen Sie mich durch. Ich kaufe die Fahrkarte im Zug. Ich habe keine Zeit. Ich muss einsteigen. Nein! Seht euch das an. Er fährt los. Er fährt ohne mich. Ohne Fahrkarte. Oh, mein Gott. Sahib, nehmen Sie den besseren Personenzug. Ja. Der Personenzug hat eine andere Route. Sie werden in Kalkutta 12 Stunden vor dem Express sein. Der Personenzug wird in Kalkutta 12 Stunden vor dem Express eintreffen? Indien, was? Wo steht der? Hier lang?
Kreuz. Da, Kreuz Ass. Mein Stich, Gentlemen. Rottal, Ende der Strecke. Alle Reisenden aussteigen. Sagen Sie, weshalb halten wir an? Was hat das zu bedeuten? Ende der Strecke. Hier, mitten im Nirgendwo? Wir haben immer noch 50 Meilen Schienenstrecke zwischen hier und Allahabad zu legen, wo die Strecke wieder beginnt. Es wurde bekannt gegeben, dass die Reisenden für ihre Beförderung nach Allahabad selbst sorgen müssen. Ist doch kurios. Da nennt sich dieser Zug Calcutta-Express. Das wird er sein, Sahib, wenn das Teilstück gebaut ist. पर अच्छा कट जाएगा ले लीजिए ना ले लीजिए ओए अरे बहुत सस्ते में दे रहा हूं ले लीजिए verschwinden haben sie sie beruhigt nein Karl, die Tagsgöttin des Todes, man sagt, sie würde einem schreckliches Pech bringen. Die Tax? Ja, wir kommen jetzt in das Gebiet der Tax. Sie pflegten ihre Opfer zu Ehren der Götter zu erdrosseln. Gütiger Himmel, doch jetzt nicht mehr. Nicht. Nein, die britische Regierung hat ihm ein Ende bereitet. Im Himmel sei Dank. Passepartout! Ist er nicht wunderschön? Sein Name ist Keoni. Er ist nicht zu mieten, aber man kann ihn kaufen für nur 6 Pfund. Und den Führer gibt es noch umsonst dazu. Wozu ihn kaufen? Was um alles in der Welt soll ich mit einem indischen Elefanten? Lächerlich. Das ist aber furchtbar anständig von Ihnen, mich mitzunehmen, Fock. Was ist los? Was hat er gesagt? Er sagt, er wüsste es nicht. Können wir das Biest nicht wieder in Bewegung bringen? Ahí está, Beto. Ahí está, Beto. Was mag es da geben? Ich habe keinen blassen Schimmer. Kali, die Göttin des Todes. Ein Menschenopfer.
Die Frau kommt auf einen Scheiterhaufen und wird lebendig verbrannt. Mon Dieu! Diese Halunken! Der Verstorbene war ihr Gemahl. Sie schließt sich ihm an. Barbaren! Schlimmer. Jedenfalls bliebe sie am Leben, würde man sie behandeln wie einen räudigen Hund. Prinzessin Aouda. Aouda? Dann ist der Verstorbene der Raja von Bandelkamp. Wo wird sie hingeführt? Zur Pagode von Pillaji. Und dann? Tot. Bei Morgengrauen wird man sie verbrennen. Entsetzliche Sache. Man kann natürlich nichts tun, deshalb schlage ich vor, weiterzuziehen. Nein. Bitte um Verzeihung. Wir müssen sie retten. Die Frau retten, Mr. Fogg? Ich habe immer noch 12 Stunden Vorsprung. Ich gebe sie für diesen Zweck her. Lieber Freund, was Sie vorschlagen, ist vollkommen unmöglich. Wir müssen diese junge Frau retten. Monsieur, ist es möglich? Sind Sie alles im Allem doch ein Mann mit Herz? Meine Pflicht, Passepartout. Wachen. Überall. Wir müssen zuerst an sie herankommen. Ganz unmöglich. Der Platz ist von Wachen umstellt. Wir werden auf unsere Chance warten. Thank you.
In 80 Tagen um die Welt. Im ersten Teil dieses Films erlebten sie einen spektakulären Bankraub, der das viktorianische England sehr erschütterte. Halten Sie den Mann auf! Sie haben keine Ahnung, wie er aussah. Er war gekleidet wie ein Gentleman. Wollen wir beginnen? Ein Mensch von heute wäre imstande, rundherum um die Erde zu reisen in 80 Tagen. Nun, dann fordere ich Sie heraus, das zu tun, Sir. Nichts wäre mir lieber, als diesen Beweis anzutreten. Wäre ich durchaus bereit, bis ans Ende der Welt zu gehen, um diesen Halunken ein für allemal dingfest zu machen. Die göttliche Sarah Bernard! Sie haben niemals gehört von ihr? Vergeben Sie mir, Madame, aber ich bin verpflichtet, mich zu beeilen. Glauben Sie an das Schicksal? Auf Wiedersehen, Sir! Wir sind Schiffbrüchige in den Alpen. Wir gehen in den Tod. Unser Geschäftsträger hat mich informiert, dass ein Mr. Phileas Fogg irgendwo in Italien gelandet wäre. Falls Sie irgendwelche Fragen über Indien haben, bin ich Ihr Mann. Da nennt sich dieser Zug Calcutta-Express. Das wird er sein, Sahib, wenn das Teilstück gebaut ist. Was um alles in der Welt soll ich mit einem indischen Elefanten? Das ist aber furchtbar anständig von Ihnen, mich mitzunehmen, Frau. Ein Menschenopfer. Die Frau kommt auf einen Scheiterhaufen und wird lebendig verbrannt. Nein, nein, nein! Lassen Sie mich los! Oh mein Gott! Nein! Aufhören, sag ich! Dass wir unverzüglich hier aufbrechen. Rasch, kommen Sie, rasch. Ja.
ich hier. Danke, Sir Francis. Aber ich glaube, Passepartout verdient unseren Beifall. Selbstverständlich, selbstverständlich. Nehmen Sie einen Cognac hier, echt französischer. Oh, merci. Geht's ja, Monsieur? Etwas benommen, fürchte ich. Was werden wir mit ihr machen? Wenn wir sie jetzt hier lassen, wird sie mit Sicherheit wieder in die Hände ihrer Henker fallen. Wir nehmen sie nach Kalkutta. Ich nehme an, es gibt wirklich keinen anderen Weg. Kommen Sie, meine Liebe. Hiro? Ja, Master? Der Elefant gehört dir. Master, du meinst wirklich, ich soll ihn behalten? Für deine aufopferungsvollen Dienste. Aber er ist ein Vermögen wert. In der Tat. Füttere ihn gut. Leben Sie wohl, Master. Leb wohl. Keinen Schlaf. Ich... Hier. Sie dürfen es gerne einmal überfliegen. Aus den Werken des Dichterfürsten Ukaf Udual. Ist vielleicht ein wenig stimulierender als Ihre Fahrpläne und Landkarten. Ich fürchte, Poesie hat mich noch nie sehr angesprochen. Uns verständigen. Ja. Wer sind Sie? Mein Name ist Phileas Fogg. Dieser Gentleman ist Sir Francis Cometty. Der Mann neben Ihnen ist mein Diener Passepartout. Ich kann nicht verstehen, wie es Ihnen möglich ist. Eine recht lange Geschichte. Ziemlich weitschweifig und hoffnungslos kompliziert. Das Wichtigste ist, dass Sie sich in Sicherheit befinden. Wir sind im Zug nach Kalkutta. Schon gut, ich bitte Sie. Das ist doch nicht nötig. Sie wollten mich umbringen. Ja, ich weiß. Wir hatten das verhindern können. Wie kann ich Ihnen jemals danken? Wissen Sie, in Wahrheit hat mein Diener Ihre Befreiung bewirkt. Er ist Franzose, aber überaus einfallsreich in allem. So ist es recht. Versuchen Sie noch ein wenig zu schlafen. Wir haben nur noch, wollen wir mal sehen, nun, 21 Stunden, 39 Minuten bis Kalkutta.
Ich fühle mich so müde. Das ist doch natürlich. Legen Sie sich einfach zurück. Schließen Sie die Augen. Ja, gut so. Ihr leuchtendes Haar, das regelmäßig gescheitelte, umrahmt die harmonischen Linien ihrer zart weißen Wangen, die glänzend und frisch sich zeigen. Da wären. Haben Sie zufällig irgendwelche Verwandte hier in Kalkutta? Nein. Würden Sie mir einen Moment gestatten? Offen gesagt, dies hier ist eine ziemlich heikle Angelegenheit. Was? Das Mädchen. Ich sage Ihnen, bei diesen fanatischen Menschen ist sie nirgendwo in Indien wirklich in Sicherheit. Die finden einen Weg, ihrer wieder habhaft zu werden, bestimmt. Es wird doch jemanden hier geben, der ihr helfen kann. Ja, sogar sehr. Sie. Ich möchte damit ausdrücken, dass Sie die Verantwortung für dieses Geschöpf übernommen haben. Aber verzweifeln Sie nicht. Das Leben ist voll von überraschenden Wendungen. Hier. Ich möchte, dass Sie dies behalten. Mein Abschiedsgeschenk. Oh, danke. Grandioser Kerl. Auf Wiedersehen. Irgendwann bestimmt. Ja, auf Wiedersehen. Monsieur, sie sagt, sie hat einen Verwandten, einen Parsen, in Hongkong. Bitte um Verzeihung. Als Parsin wuchs ich auf. Und Parse ist auch mein Onkel. Na, prachtvoll. Ist zufällig unser nächstes Ziel Hongkong? Oh, 7.35 Uhr. Wir haben bis 12 Uhr mittags Zeit. Dann müssen wir an Bord des Schiffes sein. Wir werden zusammen dorthin reisen. Rangoon, wohin wird sie fahren? Nach Hongkong, via Rangoon und Singapur. Eine Kabine, bitte. Ist nicht mehr frei, Sahib. Seine Hoheit, der bei Yinong von Burma, wird mit vielen seiner Diener an Bord sein. Er übernimmt das ganze verdammte Schiff. Alles bis auf 4 Kabinen. Und die sind belegt. Nun, wo ist er? Ich wünsche ein Wort mit ihm. Sir, seine Hoheit ist der direkte Nachfahre König Tabinschwetis aus der Tungu-Dynastie. Und er ist der Halbbruder des herrschenden Königs Mindon. Meine Mutter war die Evas Tochter Fix. Was ist dabei? Um Audienz bei seiner Hoheit zu erhalten, sind oft wochenlange Vorbereitungen nötig. Zuerst einmal müssten Sie... Monsieur, sehen Sie.
Waffen an Bord. Hier lang, bitte. Ja, aber hier ist der Speisesaal. Er ist für seine Hoheit reserviert, Sahib. Sie müssen hier lang. Nein, das waren von Sie bezogene Karren. Das sind eine Reise waren, die hier einer Fahrbahnpagode erinnert. Naja, mit Drahtsesseln. Die Frage der Transportmittel. Ich habe das ganze extrem erlebt. In dieser Beziehung kann man ja erstaunliche Dinge erleben. Mein Vater? Er war Kaufmann in Bombay. Nach seinem Tod hat man mich mit dem Raja verheiratet. Vermutlich wird er älter gewesen sein als Sie. Er war 84 und grausam. Ich hatte einmal versucht zu entfliehen, aber ich hatte keinen, der mir helfen wollte. Und so sprang ich in den Fluss. Sie? Oh ja, eines Nachts vom Dach. Gütiger Himmel. Ich schwamm an das gegenüberliegende Ufer, aber da warteten sie schon auf mich, seine Wachen. Höchst ungewöhnlich. Ich komme aus einer stolzen, vornehmen Familie, Mr. Fogg. Ich weine, wenn ich daran denke, dass die meisten von ihnen tot sind. Aber Sie haben diesen Verwandten in Hongkong? Ja, er hatte Bombay schon vor dem Tod meines Vaters verlassen. Seit wir uns zuletzt gesehen haben, sind viele Jahre vergangen. Er wird über das Wiedersehen entzückt sein, da bin ich sicher. Ich werde Sie seiner Obhut übergeben, bevor wir uns Lebewohl sagen. Spät. Ich nehme an, wir sollten uns nun zur Ruhe begeben. Wir treffen uns dann zum Frühstück. Punkt 9 Uhr, wäre Ihnen das recht? Gute Nacht, Mr. Fogg. Falls Sie nichts dagegen haben, könnten Sie mich beim Vornamen nennen, Phileas. Die Banknoten, schnell!
brauche. Kommt mit. Was ist das für ein Benehmen? Setzen Sie die Dame ab! Setzen Sie die Dame ab! Was sind Sie verletzt? Ça va? Was vous pensez? Ich muss sagen, dass es unerhört, sag ich! Vor den Prinzen bis zur Zahlung eines Lösegeldes festzuhalten. Sie haben die Banknoten? Hier unten versteckt, Monsieur. Werfen Sie eine runter. Monsieur! Werfen Sie eine jetzt runter, dann alle 5 Minuten. Aber tun Sie, was ich sage. In jeder bitte ich Sie und die junge Dame um Verzeihung. Machen Sie sich keine Vorwürfe. Sie können nichts dafür. Giorgese, der Anführer dieser Bande von Halsabschneidern, hat mich hergebracht, um Lösegeld zu erpressen. Giorgese? Sein bloßer Name verbreitet Furcht und Schrecken in den Herzen meines Volkes. Monsieur, aber man darf doch wohl annehmen, dass das Lösegeld für Sie bezahlt werden wird. Nein. Burma wird von meinem Bruder beherrscht, der mein Hinscheiden beklagen, aber kein Lösegeld zahlen wird, aus Prinzip. Nein, man wird mich töten. Wie Sie. Wie uns? Ich habe kaum genug Zeit. Entschuldigen Sie bitte. Zeit wofür? Für die Vorbereitung auf den Tod. Thank you.
ist die ranghöchste der königlichen Prinzessinnen. Ich bin erfreut. Ich bin sehr erfreut. Ich werde dich zu einer meiner Frauen machen. Sagen Sie, wie können Sie... Ja, du machst... Nein! Oh, danke. Langsam, Monsieur. Nicht zu hastig. Sie werden kommen, bei Sonnenaufgang. Wer? Die Wachen. Die werden Sie zuerst tun, Mr. Fogg. Man wird Sie erschießen, dann kommen Sie zu Natavatwa. Natavatwa? Ein Bär, Mr. Fogg. Ein burmesischer Bär. Eine teuflische Bestie, die Futter braucht. Oh. Wenn man sich das vorstellt, Monsieur, zu Ende. Hier, jetzt, hier im... Auch eines Bären. Monsieur, ich glaube, Sie kommen. Es gibt etwas, das Sie wissen sollten, bevor wir uns trennen. Ja? Ich war sehr zufrieden mit Ihren Diensten und würde sie jederzeit jedem weiterempfehlen. Ja, wirklich? Ohne zu zögern. Oh, Monsieur. Gerade von Ihnen ist das ein großes Kompliment. Hang on! Komm mal! Wiedersehen, Monsieur. Auf Wiedersehen, Mr. Fogg. Ich werde für Sie beten. Monsieur. Adieu. Who is
alles in Ordnung? Ja. Gott sei Dank. Oh. Sehen Sie her. Es muss doch nicht sein. Ich kann nicht abstreiten, dass die Situation ziemlich brenzlig war, aber unsere Truppen haben doch eingegriffen. Gott schütze die Königin. Hier. Hier. Ist ja schon gut. Alles in Ordnung. Monsieur, Sie haben sich ergeben. Ohne Ausnahme. Wir... Ich glaube, dies gehört Ihnen. Ah, Sie fanden die Banknoten. Einer meiner Männer fand einen Fünfer auf der Straße. Und dann noch einen. Als wir die Wälder erreichten, wusste ich, dass wir uns auf einer Spur befanden. Gut gemacht, Sir. Wirklich großartig. Mr. Fogg, ich glaube, die gehört Ihnen. Ich möchte Sie bitten, Gast in meinem Palast zu sein. Sie und Ihre Freunde sind mir so lange willkommen, wie Sie es bestimmen. Ich werde versuchen, jeden Ihrer Wünsche zu erfüllen. Das ist zu freundlich von Ihnen. Obwohl ich mehr als 6 kostbare Tage verloren habe und so hoffnungslos es auch scheinen mag, ich muss jetzt einfach weiter. Sagen Sie, Mr. Fogg, wenn Sie sofort nach Rangoon aufbrechen. Ach, vermutlich kostet es mich weitere 10 Tage, von Rangoon nach Hongkong zu kommen. Doch das ist meine einzige Chance. Keineswegs, Mr. Fogg. Ich sorge schon dafür, dass Sie rechtzeitig ankommen. Die Entfernung durch Burma auf dem Landwege beträgt 1/3 des Seeweges. Ja, aber es gibt keine Straßen. Mr. Fogg, Sie haben nicht nur mich von der Geißel eines Kiaukese befreit. Sie haben auch mein ganzes Volk befreit. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass Sie in Hongkong genau nach Ihrem Zeitplan eintreffen werden. Aber nicht in diesen zerfetzten Kleidern. Eine absolut verlässliche Quelle. Er ging an Bord des Dampfschiffes in Kalkutta, wo er von Banditen überfallen und ermordet wurde. Tragisch. Wirklich tragisch. Ja, finde ich auch. Ich denke, um aber vollkommen fair zu sein, sollten wir den Scheck, den er gewettet hat, erst einlösen, wenn der 80. Tag gekommen ist. Hört, hört. Sehr sportlich. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe den Mann nie wirklich gemocht. Zu distanziert, zu zurückgezogen. Aber ein Engländer von großem Wagemut immerhin. Schade. Schade. Guten Morgen. Wir benötigen eine Suite mit aneinandergrenzenden Zimmern, wenn Sie erlauben. Für den Tag. Wir fahren heute Abend mit der Carnatic ab. Man hat uns verständigt, dass die Carnatic Schwierigkeiten mit dem Kessel hat und nicht vor der Flut morgen früh ablegen wird. Wirklich? Dann werden wir die Zimmer eben für die Nacht beanspruchen. Ich möchte, dass Sie sofort zum Hafen gehen und unsere Kabinen auf der Carnatic buchen. Und kaufen Sie sich anständige Kleider. Die Tasche geben Sie mir. Und ich
werde mich auf die Suche nach Ihrem Onkel Sinji begeben. Sie, meine Liebe, werden sich erstmal tüchtig ausschlafen, während wir uns um diese Angelegenheit kümmern. Würden Sie sich bitte eintragen, Sir? Unsere Lord Nelson Suite steht zu Ihrer Verfügung. Unsere beste. Lord Nelson? Oh, ich verstehe. Ich nehme an, es wird uns gefallen. Guten Morgen. Wach auf! Was soll das hier, einfach schlafen im Dienst? Warte auf, vor! Gut aufpassen! Nicht sehen! Hey, du gib mir sofort Geld! Wenn man nicht für Schlafen bezahlen müsste, wärst du mittlerweile Multimillionär, nicht wahr? Nein! Jetzt gib mir Geld! Ach! Suche nach vor! Besser! Ja, schlaf nicht! Nein, nicht einen Cent! Hey, du krank? Halt's mal, schlaf weiter! Endlich! Ja, das wäre nicht selbstverständlich. Ich möchte gern zwei Kojen buchen. Und zwei Kabinen erster Klasse, wenn ich bitten darf, auf der Carnatic. Für Mr. Phileas Fogg. Sir, es gibt eine Verzögerung. Das ist mir bekannt. Wo in Hongkong sind Sie abgestiegen, Sir? Weshalb? Für den Fall, dass es eine weitere Fahrplanänderung gibt. Oh. Im Hotel an der Bucht. Danke. Merci. Hallo, wieder mal. Sie? Ja, nicht wahr? Die Welt ist klein. Woher? Was tun Sie hier? Wer? Sie? Oh, Hongkong hat mich schon immer wie ein Magnet angezogen. Wissen Sie Hongkong? Der Orient. Sie wissen, was ich meine. Wo ist Mr. Fogg? Wir sind eben erst eingetroffen. Oh, eben erst? Vielleicht trinken wir später einen Schluck zusammen. Vielleicht. Wenn Sie mich entschuldigen würden. Im Hotel zur Bucht. Ich hab Sie. Ich habe Onkel Sinjis Adresse bekommen. Wir können uns auf den Weg machen. Haben Sie für uns gebucht? Oh, oui, Monsieur. Gut. Es macht Ihnen wohl nichts aus, wenn wir auf dem Weg bei einem der Schneider anhalten. Ich habe neue Kleidung für uns bestellt, die in einer Stunde fertig ist. Sie waren so liebenswürdig zu mir. Ich werde oft an Sie denken. Mademoiselle, ich nehme von Ihnen Abschied. Mit Schmerz im Herzen. Leben Sie wohl. Leben Sie wohl. Komisch. Was mag in Sie gefahren sein? Wissen Sie, ich sollte, meine ich, in ein oder zwei Stunden wieder zurück sein. Ja, Monsieur. Wie wär's mit dem Gefährt? Versuchen wir es. Hallo. Ich werde dich später bezahlen müssen. Ja, hier gut. Runter mit dem Ding. Chop, chop. Ja, das ist gut. Kommen Sie mit, Sie zwei! Zur Seite, alle beide. Ich fahre nach einem Mr. Fogg, Detective Fix. Sie haben ihn gerade verfehlt. Er ist eben weggegangen, Sir. Sie wissen, wohin? Nein, Sir. Sie wissen, wann er zurückkehrt? Ich weiß es nicht. Nein, Sie wissen überhaupt nicht viel. Ich weiß nicht. Hm.
Sir, ich habe eine Nachricht für Sie von der Dampfschiffgesellschaft. Die Carnatic wird nun doch heute Abend ablegen, pünktlich um 10 Uhr. Ah, oh, Monsieur, merci. Das waren wundervolle Neuigkeiten. Würden Sie Mr. Fogg die neue Abfahrt mitteilen? Oh ja, mit dem größten Vergnügen. Seht ihr, ihr zwei beide. Sie sind hier Wache. Sobald ihr mit dem Mädchen zurückkehrt, nehmen Sie ihn fest. Geben Sie uns eine Beschreibung. Nun, er ist ein großer, schlanker Englischer. Ich werde Ihnen was sagen. Das indische Mädchen ist von umwerfender Schönheit, klar? Vergeben Sie mir, Sir, aber wo werden Sie sich aufhalten? Ich will den Franzosen unbedingt von Fogg fernhalten. Wenn er herausfindet, dass es eine Fahrplanänderung gab, könnte er uns wieder durch die Finger schlüpfen, wieder... Ah! Sie! Was für ein unerwartetes Vergnügen. Schon wieder? Ja! Ich kam zufällig vorbei, um einen alten Freund wieder zu treffen. Wie wär's, wenn wir jetzt einen trinken? Monsieur, ich möchte an Sie eine Frage stellen. Sind Sie möglicherweise auf dem Schiff Carnatic nach Yokohama? Carnatic? Oui. Wer ich? Sie. Das wäre möglich. Der Grund, warum ich frage, ist, wissen Sie, dass die Abfahrt des Schiffes geändert worden ist? Geändert? Auf morgen früh. Ja, das wusste ich. Sie haben nicht von einer weiteren Änderung gehört? Nein. Wieso gibt's eine? Oh nein, Monsieur. Wissen Sie, nun, da wir so viel Zeit haben, würde ich furchtbar gern einen Schluck mit Ihnen trinken. Aber nicht hier, Monsieur, nein. Sie verbessern die Getränke. Ich schlage vor, trinken wir ein paar Cognac in dem nahegelegenen Bistro. Bistro? Ja, wunderbar. Einen Augenblick, bitte. Ja. Ich würde gern eine Nachricht hinterlassen für Mr. Fogg. Merci. Ja, gut. Ich bin mit Ihrer Arbeit recht zufrieden. Sie wären etwas für die Savile Row. Nehmen Sie mich da den mit? Ja, ich... Oh. Oh. Hinunter, hinunter. Hinter die Binsen damit. Noch ein. Ist doch richtig, nicht? Der da kriegt nichts. Und noch ein. Merci. Na denn. Wir suchen einen Kaufmann namens Sinji. Er ist fort, Sir. Wohin? Nach Holland. Nach Holland, sind Sie sicher? Vor 2 Monaten traf er eine holländische Frau, in die er sich verliebt hat. Ach so. Ach so, ach so, ach so, ach so, ach so. Nicht, kein Grund zur Besorgnis. Wir überlegen uns etwas. Keine voreiligen Entschlüsse, ja? Ja, ja. Ja. Frix? Ja? Frix! Ja! Ich... wie ist das werte Befinden? Das werte Befinden ist vorzüglich. Bon! Bon! Darauf werde ich einen trinken. Bon, bon! Bon! Fritz! Fritz! Sie vermissen es? England. Vermissen Sie es? Ich vermisse. Millie. Ihre Frau? Nein. Nicht von der Belohnung. Belohnung?
Bankräuber. Wer? Mill. Ihre Frau ist ein Bankräuber? Mein Herzchen. Sie sind... Wie viel hat sie gestohlen? Wir trinken auf Milli. Macht Ihnen das etwas an? Auf Milli! Milli, wir trinken... ja. Vive! Le... Oh Gott, hilf mir. Vive la France! Ja. Es lebe der Engländer. Ja. Kurios, diese Stäbchen. Ich nehme an, man gewöhnt sich an sie. Das Hühnchen ist vorzüglich. Das Täubchen. Täubchen? Haben Sie nie Täubchen gegessen, Mr. Fogg? Niemals. Ich habe gehört, dass der Gaumen der Engländer nicht besonders abenteuerlustig ist, anders als ihre Außenpolitik. Bitte um Verzeihung. Oh, ich wollte Sie nicht kränken, Mr. Fogg. Das war eine Anspielung auf die englische Praxis, in Länder einzumarschieren und sie zu besetzen, die nicht ihre eigenen sind. Ich bewundere sehr Ihre Königin Victoria für die Hingabe, mit der sie sich bestimmten Zielen widmet, aber ich fürchte, dass sie nach mehr Zielen Ausschau hält, als irgendein Land verdient. Stimmen Sie mir zu? Ich habe nie viel über Politik nachgedacht. Würden Sie mir eine persönliche Frage gestatten, Mr. Fogg? Eine... Sie brauchen sie nicht zu beantworten, aber seit wir uns kennengelernt haben, habe ich oft nachgedacht darüber. Sagen Sie mir, Mr. Fogg, aus welchem Grund nur laufen Sie aus dem Dschungel heraus und retten mein Leben, wobei Sie Ihres hätten verlieren können? Nun, das schien mir angebracht. Ich denke... Ja. Sie sind ein ungewöhnlicher Mann, Mr. Fogg. Oh nein, gar nicht. Sie sind der mutigste Mann, den ich jemals gesehen habe. Kommen Sie. Ich sehe einfach keinen anderen möglichen Weg. Wir werden einfach so weitermachen wie bisher. Und so wie wir England erreichen, nehmen Sie die Kanalfähre nach Holland. Sie haben bereits so viel für mich getan. Glauben Sie mir, ich erwarte nichts. Und ich wünsche auch keine Gegenleistung dafür. In der Tat, ich... Ich hoffe, dass Sie nicht denken, ich würde irgendwelche Hintergedanken dabei haben. Motive persönlicher Art, wenn wir mal so sagen wollen. Ich möchte nicht, dass Sie denken, dass ich... Selbstverständlich nicht. Ich verstehe. Unsere Beziehung bleibt so, wie sie ist. Selbstverständlich. Mr. Fogg. Phileas. Auch ich würde nicht wollen, dass Sie jemals denken könnten, selbstverständlich nicht. Meine einzige Hoffnung in diesem Augenblick, mein innigstes Gebet ist... dass Sie es schaffen und innerhalb der 80 Tage in London eintreffen. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Und ich werde es sicher auch schaffen. Hola, hola. Weichela, weichela. Sir, Sie kommen mit uns mit. Reden Sie mit mir. Sie stehen unter Arrest. Sie wissen bestimmt, dass ich nicht deine Frau bin. Mon Dieu! Schiff!
mich! Wartet auf mich! Passepartout. Jean, erste Klasse. Sie haben es gerade noch geschafft, Sir. Ja? Gott sei Dank. Oh. Weil es ist so. Ich... Passepartout? Passepartout? Kurios. Wo könnte er wohl sein? Ich habe keine Ahnung. Er weiß ja, dass das Schiff morgen früh mit der Flut ausläuft. Er wird schon kommen. Dann wünsche ich Ihnen jetzt eine gute Nacht. Gute Nacht, meine Liebe. Aouda? Ja. Aouda, meine Liebe. Gute Nacht. Gute Nacht. Wir haben Sie gestern Abend gegen 9 Uhr erwischt. 9 Uhr. Hier sind die beiden. Bitte, Sir, wir möchten nicht, dass diese Neuigkeit bis nach Hause dringt. Meine Mutter ist nämlich nicht mehr allzu robust. Mich versetzt sie immer noch in Panik. Der da ist nicht Fogg. Was sagten Sie? Nicht Fogg. Und sicherlich keine Prinzessin. Sie ist es in meinen Augen, Sir. Oh, du bist wundervoll. Nein, raus mit den Leuten! Das ist eine kleine Verwechslung, Sir. Ich kann es einfach nicht glauben. Was glauben? Und wieder durch die Finger geschlüpft sind sie uns. Und wo waren sie? Haben nicht mal richtige Papiere. Immerhin. Nicht mal einen Haftbefehl. Auf eines jedenfalls können sie Gift nehmen. Ich werde diesen Mann bis an das Ende der Welt jagen. Und wenn er nicht dort ist, wenn ich dort bin, werde ich ihn in die nächste jagen, bis ich ihn... Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir und meiner zukünftigen Braut zu erklären, was hier eigentlich tatsächlich vorgeht? Zukünftige Braut? Ja. Wir haben eine Passage auf der Carnatic. Sie hat gestern Abend abgelegt. Eine Fahrplanänderung. Die Passagiere sind verständigt worden. Keiner hat mich verständigt. Ich kann Ihnen versichern, dass alle Passagiere... Wann können wir das nächste Schiff nehmen? Morgen in einer Woche. In einer Woche? Nehmen Sie an, dass Monsieur Passepartout gestern Abend auf dem Schiff war? Er würde es uns gesagt haben. Nun, werden wir eben unsere Passage woanders buchen müssen. Und ich fahre um die Welt. Vielleicht können Sie mir helfen, ist eines dieser Boote zu vermieten. Übers Meer nach Yokohama. Nach Yokohama? Ich brauche ein Boot nach Yokohama. Ja, richtig. Ich brauche ein Boot nach Yokohama. Ich muss nach Yokohama. Keine Chance, nichts drin, Sportsfreund. Komm schon, Junge. Ich sorge dafür. Ihr Aufwand wird belohnt. Nach Yokohama? Ausgeschlossen. Ich habe Verpflichtungen. Die Ladung geht nach Shanghai. Ich kann meinen Kurs nicht ändern. Vielleicht können Sie mir Ihr Schiff verkaufen. Ich meine es ernst, Sir. Und ich muss vertraglich nach Shanghai segeln und das geschieht. Ich muss am 1. September in Yokohama eintreffen. Irrsinn. Ich habe eine Wette abgeschlossen. Ich reise in 80 Tagen um die Welt. Es ist 1600 Meilen nach Yokohama. 1643. Von dort aus nehmen wir ein Dampfschiff nach San Francisco. Welches Dampfschiff? Ich, lassen Sie mich nachsehen. Ich habe es gleich hier. Ja, wer hat's mal, hier ist ja? es.
Also, der Weg von... Ach, hier habt ihr es. Die Ulysses Grant. Grant? Ja, die Ulysses Grant. Sie haben Glück, Sportsfreund. Sie kommt ja aus Shanghai. Sie läuft am 30. jeden Monats aus. Haben wir genau 4 Tage bis dorthin. Und wenn ihr Glück anhält, wird uns ein guter Wind noch früher hinbringen. Captain, für die Überfahrt für mich und 2 Helfer bin ich bereit, Ihnen 300 Pfund zu zahlen. 5. Können wir sofort los? Nie im Leben. Erst muss ich den Kahn vollladen. Wie lange wird das dauern? 1 Stunde, 1,5. Ich denke, ich kann diese Zeit nützlich verwenden. Danke. Wenn Sie zu spät kommen, segeln wir ohne Sie. Ja, schon gut, schon gut. Schön, schön. Ja, hier, danke. Hier für Sie. Bestimmt. Entschuldigung. Mach mal Platz. Schiff, ahoi! Entschuldigen Sie, aber ich habe bemerkt, dass Sie sich fertig machen, abzusegeln. Bitte, wie heißt denn der Zielhafen? Shanghai. Sie machen nicht daraus Yokohama, oder? Nein, aber ich kann Sie zu einem Schiff nach Shanghai bringen, das Sie nach Yokohama bringen wird. Oh. Einverstanden, jetzt sind Sie dran. Es kostet Sie ungefähr 700 Pfund. Hä? Ich sage Ihnen was, ich werde Ihnen eine Anweisung der Bank von England geben, die überall eingelöst wird. Aber wegen der eventuellen Rückvergütung werde ich eine Quittung von Ihnen verlangen müssen. Natürlich. Ja. Oh, das ist wundervoll. Ja, jetzt muss ich unbedingt ein bisschen schlafen. Ich hatte wirklich, wirklich eine schwierige Nacht. Und nehmen Sie sich irgendeine Koje. Ja, trefflich. Wann werden wir segeln? In 1 Stunde, 1,5. Oh, Sie können nicht zufällig früher lossegeln. Ich meine nur ein bisschen. Oh, ich habe nichts gesagt. Irgendeine Koje. Er ist ungefähr 6 Fuß groß, er ist Franzose, spricht also auch Französisch. Und ich fürchte, dass man ihm übel mitgespielt hat. Bitte, führen Sie eine gründliche Fahndung durch. Ja, sicher, Sir. Danke. Nun, guten Tag. Guten Tag, Sir. Sir, das Paar, das rausging eben, gleicht exakt der Beschreibung der beiden, die wir suchen. Unmöglich. Aber... Sie sind gestern Abend nach Yokohama abgereist. Oh. Wirf den Tappen hierher! Klar zum Großsegel setzen! Passepartout jemals wiedersehen werde? Ich weigere mich, etwas anderes anzunehmen. Wie auch immer. Ja? Man muss immer in die Zukunft blicken. In die Zukunft? Ja. Morgen, Sir. Sie sind der andere Passagier. Er freut, Sie kennenzulernen, Sir. Ja. Mein Name ist Fogg und das ist Prinzessin Aouda. Gleichfalls erfreut, Sie kennenzulernen. Oh. Und Sie, Sir, Sie sind... Ja. Fix. Wilbur Fix. Nun, Sir, ich bin sicher, dass wir eine höchst angenehme Reise zusammen verbringen werden. Und wenn das Wetter hält, was ja, ist... Ja, ja. Sagen Sie, habe ich Sie nicht schon irgendwo einmal gesehen? Ich denke noch nicht, Sir. Ihr Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Sagen Sie mir, ob Sie vielleicht zufällig Whist spielen? Nein. Ja. Oh. Gleich viel. Es wird mir ein Vergnügen sein, es Ihnen beizubringen. Ja.
Der Wind scheint beträchtlich zugenommen zu haben. Ja. Dann gewinnen wir eine ganze Menge Zeit. Ja. Mein Glück hält an. Nein. Nein. Der Wind kommt von Süden. Von Süden? Nicht gut. Männer, helft mit dem Großsegel. Der Käpt'n möchte, dass wir unten bleiben und... Oh, tut mir schrecklich leid. Falls Sie gerade dabei waren, ein wenig Wäsche zu waschen, würden Sie es vielleicht für ein Weilchen aufschieben. Danke. Ja, nun, Sie müssen sich nicht fürchten. Uns passiert nichts. Der Käpt'n sagt, dass wir vorsichtshalber unten bleiben sollten. Der kann doch nicht. Hören Sie, wie wäre es? Vielleicht könnten wir eine Partie Whist spielen, nein, um auf andere Gedanken nein. zu kommen. Gehen Sie runter! Sind Sie auf Kurs? Das Vorsiegel ist gerettet, alles zum Stäben! Gehen Sie runter! Kann ich irgendwie helfen? Gehen Sie runter, gehen! Und beten! Ich weiß, dass es im Augenblick ein wenig heftig zugeht, doch unser Zeitplan wird eingehalten. Also laufen die Dinge eigentlich recht gut. Oh. Halten Sie fest! Nun, der Sturm hat sich gelegt, glaube ich. Verzeihen Sie bitte. Vergebung. Passen Sie auf, ja? Captain Bunsby! Captain Bunsby! Was passiert, Fix? Ihr Bein? Ja, ich habe mir die Knöchel verstaucht. Du meine Güte. Phileas! Einen Moment, bitte. Ich habe das Gefühl, es gibt noch mehr unerfreuliche Neuigkeiten. Denken Sie, Captain Bunsby und seine Mannschaft... Ja, was? Wie es aussieht, sind sie über Bord gespült worden, in den Wellen verschwunden. Phileas! Und wer steuert das Schiff jetzt? Im Augenblick? Niemand. Wir treiben. Phileas! Ja, was gibt's, meine Liebe? Wir sinken! Bitte um Verzeihung. Das Wasser, überall! Das Schiff sinkt jetzt! Ja, wirklich. Offensichtlich können wir nicht hierbleiben. Kommen Sie, meine Liebe, rasch! Und ich? Oh ja, ich habe natürlich. Ja, aber so, aber nicht jetzt geht's tun. Los. Helfen Sie mir, meine Liebe. Ich will meinen Hut. Ich muss meinen Hut haben. Ich brauche meinen Hut. Bitte, ohne meinen Hut geht bitte lassen ich Sie doch jetzt Ihren ich Hut. Ich habe meinen Hut. Ich bin verloren. Und aber jetzt! Setzen Sie sich hier und bleiben Sie ganz ruhig sitzen. Kommen Sie, meine Liebe. Jetzt auf, einfach vorsichtig, meine Liebe. Sie brauchen keine Angst zu haben, wir kümmern uns ja um Sie, meine Liebe. Jetzt müssen wir uns aber beeilen. Stoßen wir ab! Festhalten, alle Mann, festhalten! Alles in Ordnung? Mr. Fix, alles in Ordnung? Ich habe jetzt keine Zeit, sich mit Ihnen zu streiten. Los geht's!
Sorge, meine Liebe. Ich weiß genau, wo wir sind. Wo? Im Chinesischen Meer. Er ist am Leben. Ja, er lebt. Kaum zu glauben. Er soll sogar einem burmesischen Prinzen das Leben gerettet haben. Ein wahres Heldenstück an Tapferkeit. Wo ist er jetzt? In Hongkong. Gentlemen, zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass unsere Wette in ernsthafter Gefahr sein könnte, verloren zu werden. Er hat immerhin noch 42 Tage. Ich habe die Vision von ihm, wie er in diesem Moment im Salon eines Dampfschiffs sitzt, das eben Hongkong verlässt und sein Abendessen verzehrt. Weißfisch mit Reddingsauce. Mit Rhabarber und Stachelbeertörtchen zum Nachtisch. Und sorgt sich um nichts in der Welt. Ach. Hey, hallo! Wir brauchen Hilfe! Hilfe! Wir sind doch gar nicht in der Lage. Kommen Sie, Mr. Fix. Ich hole aus mir das Letzte raus. Ich habe Kraft. Ja. Vorsicht. Sie selbst auch vorsichtig. Nicht doch. Wir müssen ja runter. Ruhig, ich mache das. Los, keine Vorsicht. Oh, hallo. Hallo. Sache der Schiffbruch. Mann verletzt. Suchen Hilfe. Oh ja, so etwas Ähnliches habe ich mir schon gedacht. Bitte kommen Sie mit mir. Ja. Wie weit sind wir noch entfernt von Shanghai? Eine Reise von 4 Tagen. Gibt's einen schnelleren Weg? Sie haben nicht die Zeit dafür? Nun, ich möchte pünktlich auf ein Dampfschiff. Die Ulysses Grant legt Samstag Punkt 12 von Shanghai ab. Nun, Ihren Transport können wir arrangieren. Wir müssen einfach auf dieses Schiff. Aber da gibt's ein Problem. Sie werden bestimmte Straßen zu dieser Zeit gesperrt vorfinden. Gesperrt? Ja, die Kaiserin von China ist auf dem Weg nach Shanghai im Augenblick. Und deshalb ist es niemandem erlaubt zu reisen. In Ihrem Fall, Mr. Fogg, die kaiserliche Witwe hat eine ausgeprägte Abneigung gegen die Briten. Nichtsdestotrotz, wir müssen weiter. Und Sie, Sir, Sie bleiben hier, bis Ihr Knöchel besser ist? Nein, nein, danke. Danke für Pitlis Pater. Ich bleibe bei ihm. Seht mal her, Leute. Steht wieder auf, bitte. Verbotene Stadt, China. Wie unschicklich. Ja, Mutter. Sie haben unsere Bräuche missachtet. Ja, Mutter. Bringt sie herein.
Bist du vom selben Blut wie Jekin? Ja. Woher? Die Tante des Vaters meines Vaters hat solches Blut. Es ist der Wunsch meiner Mutter, der Kaiserin von China, hier Freilassung zu gewähren. Ich bewundere eure Großzügigkeit, Majestät. Genau wie meine Gefährtin. Nein, sie sind nicht von deinem Blut. Euer Majestät. Ich muss es leider sagen. Die beiden werden enthauptet. Dann will auch ich sterben. Wartet einen Moment. Mit eurer Erlaubnis. Ich bin für alles verantwortlich. Wenn irgendjemand sterben soll, lasst es mich sein. Dieser Gentleman ist mein Vormund. Ich möchte ohne ihn nicht weiterleben. Dein Vormund wird freigelassen. Er muss sterben. Ich sterbe? Nein, es war meine Schuld. Ich habe die Verantwortung dafür, dass wir hierher gekommen sind. Wenn überhaupt jemand, dann werde ich sterben müssen. Aber er ist dein Vormund. Ja. Unlösbar. Ihr mögt leben. Erhebt euch. Ich auch. Danke, Euer Hoheit. Sir, besagt, dass ein Mr. Phileas Fogg in Begleitung von einer jungen indischen Frau die Stadt Hongkong verlassen hat, und zwar ungefähr am 24. dieses Monats. Na, wie schön, jetzt haben wir es endlich schwarz auf weiß, Sir. Der Mann ist am Leben. Wir haben ja einen Mann von so imponierender Schleue, dass er gewiss als einmaliger Fall in die Annalen der Kriminalgeschichte eingehen wird. Ohne Frage, Sir. Aber glücklicherweise ist unsere Lage noch immer erfolgversprechend. Sir? Durch den fabelhaften Detektiv, diesen Hicks. Oh, Fix, Sir. Oh ja, er ist ihm Fogg dicht auf den Fersen. Er wartet bloß noch auf den richtigen Moment, um zuzuschnappen. Meine ich auch. Zu diesem Zeitpunkt bleibt die einzige Hoffnung, die wir noch haben, dass er es schafft, unser Mann. Dieser Detektiv, dieser... Hicks, Sir. Fix. Verdammt fähige Fahnde Fix. Oh. So furchtbar peinlich. Peinlich? Weil ich vor seiner Majestät so gelogen habe. Mir war nicht bewusst, dass... Ich meine, indem ich sagte, dass Sie mein Vormund seien. Das ist unter diesen Umständen sehr verständlich gewesen. In der Tat haben Sie uns das Leben gerettet. Ich möchte mal so sagen. Sie sind wirklich bewundernswert. Aber ich möchte auf keinen Fall, dass Sie das Gefühl haben, Sie müssten für mich verantwortlich sein. Wir sind einfach zwei Menschen, die einander unter ganz ungewöhnlichen Umständen begegnet sind. Und selbstverständlich eines Tages ihre getrennten Wege gehen. Ja. Ist etwas? Wenn Sie mich entschuldigen würden... Oh, da sind Sie ja. Darf ich? Sie finden mich in einer etwas peinlichen Lage, Mr. Fogg. Oh, Sie auch. Ich fühle mich gezwungen, eine Erklärung abzugeben. Nun?
Ich denke, Sie werden mit mir nicht streiten über das, was ich jetzt sage. Ich meine, ein Mann, jeder Mann, der von sich behauptet, ein Mann zu sein, muss unbedingt seine Pflicht erfüllen, nicht wahr? Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Nicht folgen? Nein. Aber es ist ja gerade andersrum, nicht wahr? Aber eben darum geht es. Folgen. Mr. Fix, haben Sie getrunken? Nein, oh nein, würde ich nie anrühren. Es sei denn, es wäre in Ausübung meiner Pflicht. Die Pflicht, das ist es, worüber wir hier sprechen, nicht wahr? Ah ja. Egal, was passiert, ich möchte nicht, dass Sie es persönlich nehmen, Sir. Ich bitte Sie, das stets im Gedächtnis zu behalten. Ich meine, Sie sollten es nicht zu persönlich nehmen. So, das hätte ich mir jetzt von der Seele gewälzt. Gute Nacht. Alter Mann. Jean, man sagt uns, dass er mit der Kinetic in Yokohama eingetroffen wäre. Was soll ich sagen, Monsieur? Das französische Konsulat führt keine Aufzeichnungen über jeden Franzosen, der nach Yokohama kommt. Aber er ist gestern erst eingetroffen. Nichtsdestotrotz. Wir werden versuchen, Nachforschungen anzustellen. Aber vorher möchte ich gern, dass Sie mir diese Formulare ausfüllen, bitte. Formulare? Ja, in dreifacher Ausführung. Und da schreiben Sie jedes einzelne. Drei Kopien? Hatte ich so etwas gesagt? Weshalb? Wünschen Sie unsere Verfahrensweise zu diskutieren? Oder wünschen Sie Ihren Freund wiederzufinden? Es kommt mir so vor, als ob beides zu viel verlangt wäre. Monsieur, erlauben Sie mir, mich Ihnen vorzustellen. Ich bin Jean Passepartout, einst berühmtes Mitglied des bekannten Cirque de Paris. Mag schon alles sein, ich habe zu tun. Was wollen Sie von mir? Arbeit, Monsieur. Sie sehen hier einen richtigen Profi vor sich. Haben Sie viel Kraft? Sehen Sie hier? Ich habe mal früher einen dreifachen Salto auf dem Hochseil gemacht. Können Sie singen? Wie ein Vogel. Können Sie, während Sie einen Kopfstand machen, singen? So oft Sie wollen. Ich mache es oft Spaß. Können Sie singen und Kopf stehen, während ein Kreisel auf Ihrem linken Fuß herumwirbelt? So habe ich es am liebsten. Und mit einem Säbel, den Sie auf dem rechten Fuß balancieren? Einen Säbel? Einen Säbel. Sie meinen einen scharfen Säbel? Ja, auf beiden Seiten. Scharf. Bon. Wieso nicht? Thank you.
präsentiere ich Ihnen zu Ihrem Vergnügen die berühmten Langnasen! Jetzt noch aufhalten, nichts! Oh.